Bei den Leichtathletik-Stadt- und Schulmeisterschaften auf dem Phoenixplatz strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch die Schüler der Volksschule 1 und Volksschule 2. Hochmotiviert und voller Freude stellten sich die jungen Sportler den einzelnen Disziplinen und trugen zu einem fairen Wettkampf bei. Wir sind hier auf dem Phoenixplatz in Schwechat. Was findet heute statt? Ja, wir haben heute wieder die Schul- und Stadtmeisterschaft Leichtathletik für die ersten und zweiten Volksschulen, Klassen in den Volksschulen. Und ja, da werden eine Reihe wieder an speziellen Bewerben, also nicht so leichtathletik-spezifisch, sondern eher in kindgerechter und spielgerechter Form angeboten. Was sind die Disziplinen? Wir haben hier Bumeranglauf, das ist ein Geschicklichkeitsparcours, wo man drüber springen muss, unten durchkraxeln, einfach auch auf Schnelligkeit und Reaktion. Dann haben wir einen Hindernislauf, wo wir über ganz kleine Kinderhürden drüber laufen, auch gegeneinander. Und dann haben wir Standweitsprung, wo gemessen wird, wie weit die Kinder springen können, und auch eine Wurfdisziplin, nämlich den Vortexwurf. Dann haben wir auch noch Jump and Reach, das ist, wie hoch kann man springen aus der beidbeinigen Hocke heraus. Also da wird einiges geboten. Wir haben ja heute ein wunderschönes Wetter. Ja, so ist es. Ja. Die Kinder freuen sich, optimales Wetter, es ist noch nicht zu heiß und wir versuchen den Wettkampf ziemlich rasch durchzuziehen, dass wir dann, wenn die Mittagshitze kommt, schon wieder in der Schule sind. Was kann man gewinnen? Ja, es ist eine Mannschaftswertung, also es sind 15 Klassen am Start. Jede Klasse kämpft für sich, das heißt, wir werden eine Durchschnittsrechnung machen und somit wird dann herauskommen, wer ist Erster, Zweiter, Dritter, und dadurch, dass es eine Mannschaft ist, wird es einen Pokal geben. Aber die Klassen sind ja unterschiedlich vom Alter her, oder? Ja, es gibt erste, zweite Klasse, somit haben wir eigentlich vier Wertungen. Erste Klasse Mädchen kämpfen gegeneinander und dann die zweite Klasse Mädels und bei den Burschen genau dasselbe. Aus welcher Klasse seid denn ihr? Aus der 2B. Ja. Und habt ihr euch schon gut vorbereitet für heute, für den Wettkampf? Ja. Was habt ihr denn dazu in der Schule schon geübt? Ja, diese Sachen, die wir halt hier machen werden. Einmal haben wir auch schon hier geübt, dass alles gut sitzt und ja. Was fällt dir am allerleichtesten? Dieses weitesten Springen. Wie weit springst denn du? Keine Ahnung, das muss man mal messen. Und du freust dich auch schon auf heute? Ja. Was ist denn deine Lieblingsdisziplin? Bumeranglauf. Und du? Das Weitwerfen. Es ist extrem wichtig, dass die Kinder Sport machen, und solche Veranstaltungen fördern das auch sehr, oder? Ja klar, wir Sportlehrer sind einmal in der Woche in den Schulen drinnen seit Oktober und versuchen natürlich, die Kinder zu bewegen, zu animieren, und es ist dann einfach immer nett, so einen, wie ein Fest feiern wir eigentlich. Es ist ja kein richtiger Wettkampf, sondern die Kinder zeigen, was sie können, und das Mannschaftsgefüge, einer Klasseverband, das tragt einfach dazu bei den Jüngsten, dass sie Spaß haben. Ja, also es ist uns ein großes Anliegen, dass wir hier die Kinder möglichst früh bewegen. Wir fangen auch schon im Kindergarten an und ziehen das ganze Konzept auch mit dem Volksschulprojekt durch, sodass wir immer probieren, die Kinder möglichst in Bewegung zu halten und möglichst aktiv zu bekommen.